Herzlich willkommen auf der MS Graf Zeppelin. Begrüßen Sie den Gastgeber der Inseldenker-Show, Tobias Böcklein. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön und herzlich willkommen auf der MS Graf Zeppelin. Zum ersten Mal sind wir nicht mit den Inseldenkern auf der Insel Mainau im Palmenhaus. Aber wir haben uns natürlich gedacht, wenn schon keine Insel, dann wenigstens ein Schiff. Ne? Und wenn schon nicht die Mainau, dann doch wenigstens die Graf Zeppelin. Ja, muss schon sein. Ich begrüße auch ganz herzlich Sie, liebe Zuschauer von Regio TV, an den Fernsehern. Wenn es manchmal wackelt oder hier jemand auf der Bühne umfällt oder es ein bisschen zittern sollte im Bild, dann liegt es nicht daran, dass die Kolleginnen und Kollegen von Regio TV irgendwie aufgeregt sind oder ihr Handwerk nicht beherrschen, sondern dass wir auf einem Schiff sind und da kann es manchmal auch ein bisschen schwanken. Ich habe es gerade schon erlebt. Ne? Jeder kleine Schwanker gibt eine große Sekunde nach oben. Wir freuen uns heute auf einen besonderen Gast, für den natürlich das Thema Wasser ein gefundenes Fressen ist. Ich hoffe, dass es weiterhin so trocken wenigstens vom Himmel her bleibt, weil das Wasser um uns herum, finde ich, genügt völlig für ihn. Er ist dreifacher Olympiasieger, fünffacher Weltmeister und vierfacher Sportler des Jahres und damit einer der erfolgreichsten Schwimmsportler in Deutschland überhaupt. Heute ist er Inhaber einer Beratungsgesellschaft für Change Management und Talent Management und unterrichtet an der Frankfurt School of Finance and Management. Und wir heißen ihn herzlich willkommen hier auf der Inseldenker Bühne, Dr. Michael Groß. Wir haben extra das Schiff genommen, das an dieser Stelle so eine kleine Ausbuchtung hat. Ja. Das ist ja, da wo man sitzt, geht das noch. Aber, ja. Ja, das ist schon nötig, ne? Sonst muss man so den Kopf einziehen. Ja. Ja. Herr Groß, ich habe gelesen, Sie sind kürzlich mal wieder öffentlich in ein Schwimmbecken gestiegen. Beim Ball des Sports sind Sie geschwommen. Ja. Und andere haben zugeschaut. Gibt es da Ehrgeiz? Wacht da der Ehrgeiz mehr auf, oder? Das war ja ein Schwimmbad, was für diesen Abend aufgebaut worden ist. Und das war einfach dieses Legendenstaffel. Okay. Roland Matthes war dabei, der Klaus Steinbach. Ach Gott, in Welt, Franziska ist mitgeschwommen von Almsig. Und dann bin ich auch mal 50 Meter geschwommen. Aber das war einfach, wie gesagt, just for fun. Mhm. Nichts Besonderes. Schön. Just for fun. Sie haben nach wie vor einen deutschen Rekord. Ja. Nämlich in 200 Meter Schmetterling. Und ich frage mich, wie kommt das? Ich meine, der Steffen Deibler, der den Rekord über 50 in 100 Meter hat, der könnte doch einfach mal 200 schwimmen und dann müsste das doch nach 30 Jahren mal irgendwie zu knacken sein, oder nicht? Ja, ist genauso wie bei der Musik. Wenn ein Rock'n'Roll-Star kann auch nicht gerade Opern singen und umgekehrt geht es auch nicht. Das ist bei 100 Meter und 200 Meter sind halt doppelt so viele und das ist eine andere Veranstaltung, ja. Das ist tatsächlich eben ein Rekord, der 30 Jahre hält, ja. Weil kein anderer Schwimmer schneller schwimmen kann im Moment. Genau, davor. Deswegen heißt es ja Rekord. Ja, genau. Richtig. Einer, der ganz viele Goldmedaillen gewonnen hat, 1972 in München, war Marc Spitz. Der hat 7 Goldmedaillen gewonnen. Und da stellt man sich jetzt vor, da waren Sie so schätzungsweise 8 Jahre. Ein Jahr später haben Sie angefangen zu schwimmen. Also haben Sie bestimmt angefangen zu schwimmen, weil Sie haben Marc Spitz gesehen mit 7 Goldmedaillen, haben Sie gedacht, das mache ich auch. Ist das so? Nee. Sondern? Haben Sie überhaupt Marc Spitz gekannt mit 8 Jahren? Oder? Nee. Sie haben auch kein Schwimmen geguckt? Nee. Nö, hat Sie nicht interessiert? Nee, echt nicht. Nee, Sie sind also auf andere Weise zum Schwimmen gekommen. Genau, aus gesundheitlichen Gründen. Lang gewachsen, schnell gewachsen und dann hat der Arzt gesagt, zu meiner Mutter, schicken Sie mal Ihren Sohn zum Schwimmen, das ist das Beste, so für die Gelenke und Muskulatur zum Aufbauen und dann bin ich schwimmen gegangen und das fand ich ganz gut. Dann war ich auch ein bisschen schneller als andere und dann hat sich das halt so entwickelt. Es war Zufall.
dass Sie zum Schwimmen gekommen sind, war Zufall. Und Sie haben mit 9 angefangen und mit 12 waren Sie schon deutscher Jugendschwimmmeister. Da gibt es natürlich viele Faktoren, die dazu beitragen. Ich denke mal, dass der Körperbau eine Rolle spielt, ein Talent für eine Bewegung eine Rolle spielt, Fleiß und Disziplin eine Rolle spielen und vielleicht auch Trainer eine Rolle spielen. Was war da der Hauptgrund, dass Sie so schnell geworden sind? Das gibt es eben nicht. Also es kommen viele Faktoren zusammen. Also es kommt natürlich das Talent dazu, aber alle, die dann irgendwann bei Olympia herumschwimmen, sind talentiert im Schwimmen. Das macht dann nicht einen Unterschied. Dann haben Sie es selber schon angesprochen. Natürlich muss man das Handwerk beherrschen. Also es ist das größte Talent. Sie alle sind genauso schnell wie ich im Schwimmbad, im Ernst. Aber man muss das Handwerk beherrschen, also das Training und sich die handwerklichen Fähigkeiten, das ist wie bei der Schauspielerei, bei Musik, Sie können talentiert sein als Klavierspieler, aber Sie müssen trotzdem üben. Und das ist beim Schwimmen genauso, das kommt dazu, dann braucht man die Unterstützung in diesem Fall, wenn man ja jung ist, das ist bei Musikern, die jung sind, genauso wie bei Sportlern der Familie beispielsweise. Das ist ja ganz wichtig, weil sie kommen ja gar nicht zum Training, wenn sie unter 18 sind, die brauchen ja den Fahrdienst der Eltern beispielsweise. Dann brauchen sie den Trainer zur richtigen Zeit, den richtigen Trainer, habe ich ja auch 4 Stück gehabt in unterschiedlichen Zeiten. Es ist wichtig, dass sie auch unterschiedliche Persönlichkeiten als Trainer haben. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gibt keinen Hauptgrund. Und es gibt eine Kombination von vielen einzelnen Elementen, die dann zusammenkommen. Ihre Eltern haben Sie gerade angesprochen, die haben Sie also auch nicht getriezt, sondern unterstützt und gefahren praktisch. Genau. Also so war das. Nicht das besonders gefördert oder gewollt, dass Sie das tun. Ja, gefördert schon, klar, sonst geht das ja gar nicht. Das ist aber heute auch so. Also sprich, wenn der größte Sponsor der meisten Leistungssportler hier in Deutschland insbesondere sind nun mal die Eltern. Ja? Also das geht gar nicht anders. Und dann muss man aber selber natürlich seine Frau, seinen Mann, sein Mädchen, seinen Jungen stehen, im Schwimmen dann halt auf dem Startblock oder in anderen Sportarten, egal. Ja. Werfen wir noch einen letzten Blick in die Zeit, wo Sie noch nicht bekannt waren. Das war ja sehr früh, dass Sie bekannt waren. Hatten Sie auch mal andere Interessen oder Hobbys als Schwimmen? Ja klar, bis heute. Also ich meine, ich habe Basketball gespielt, immerhin bei Hessischer Meister sind wir geworden in der Schulmannschaft. Und das habe ich gemacht. Fußball ist natürlich Katastrophe bei mir gewesen, logischerweise. Ins Tor dann, vielleicht noch? Aber. Ja, keine Ahnung. Aber hat mir auch keinen Spaß gemacht, ja. Dann kam ich ja relativ früh in Amerika an. Also ich war zum ersten Mal in den USA mit 16. Ja, und dann jedes Jahr Minimum 1-2 Mal. Und deswegen die ganzen amerikanischen Sportarten liegen mir sehr nah. Also eher als der Fußball beispielsweise. War jetzt erst Weihnachten waren wir beim Basketball, Miami Heat gegen Dallas Mavericks, haben uns angeschaut mit Dirk Nowitzki. Und das fasziniert mich eigentlich eher, ja. Ja, eigentlich hätten Sie mit 16 Olympiasieger werden sollen, können, möglicherweise. Können, ja. Sollen nicht. Nee, sollen nicht, weil die Moskauer Spiele boykottiert wurden. Waren Sie da enttäuscht? Das hielt sich in Grenzen, weil mit 16 denkt man sich, okay, das hat jetzt nicht geklappt. Und die Alternativen waren auch nicht schlecht. Wir waren dann 3 Wochen in Kanada und haben da gegen die Amerikaner geschwommen, die Kanadier, die auch nicht gefahren sind. Und das war dann parallel zu Moskau. Das war also wirklich eine Doublette. Man hat quasi das, was in Moskau stattfand, nachgeschwommen mit 8 Stunden Zeitverzögerung. Original, ja, hat man das gemacht. Und dann bin ich dann eben schneller gewesen als Olympiasieger, ein paar andere aber auch, aber das ist, kann man nicht vergleichen. Ja, das ist so wie, wenn man hier auf der Bühne ist und eine Performance macht, ja, und dann sozusagen ohne Publikum und man kann üben etc., ist ein ganz anderer Unterschied, deswegen kann man das nicht vergleichen. So, und deswegen, das war toll, die Reise. Und dann waren wir 4 Wochen in, keine Angst. Ja. Sind Sie Rettungsschwimmer? Was? Sind Sie auch Rettungsschwimmer? Ja. Das kann ich, ja. Okay, ankommt. Dann. Aber nicht überrascht sein, wenn Sie abstürzen und dann nach Hilfe rufen. Ich würde Sie erstmal untertunken, damit Sie mich loslassen. Ja, ja. Ja. Ja, das machen Rettungsschwimmer so. Hier wissen das so, das dass das so läuft. So, ja. Ja, klar, weil ansonsten klammern die sich um einen, ja, und ziehen einen selber runter. Das heißt, erstmal jemanden, der ertrinkt, runterziehen, damit er einen loslässt und man den Rettungsgriff anlegen kann, sodass der in Ruhe ist. Ja. So, jedenfalls, der guckte gerade so panisch. Ja. Ja, es hat nur gerade so ein bisschen geschwankt. Aber das ist, es hat nur so ein bisschen geschwankt. Aber. Alles, solange das Wasser nicht durch das Fenster dringt, ist alles gut. Ja.
Wo waren wir? Wir waren bei Ihren Reisen und bei dem... Ja, genau, dann waren wir, das war ganz toll, mit 16, wir waren dann 4 Wochen in China, das war dann sozusagen die Ersatzreise, auch mit den Amerikanern zusammen sind wir 4 Wochen durch China gefahren, Hongkong, Canton hieß das damals, heute ist ja Guangzhou, Shanghai, Wuhan, Peking, und das war natürlich 1980, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, natürlich eine Traumreise, ja. Mit 16. Geil. Mit 16. Dann war das vielleicht auch fast ein bisschen ein Segen, dass es ausgefallen ist, oder? Weiß ich nicht. Man kann es sowieso nicht ändern. Hätten Sie die Olympiamedaillen auch mit 16 schon vertragen, persönlichkeitsmäßig? Theorie, mache ich mir keine Gedanken. Okay. Sie haben 3 Goldmedaillen, 2 Silber und 1 Bronze geholt, 1984 und 88. Und weil das so schön ist und Sie mir das Video zur Verfügung gestellt hat, schauen wir uns die 3 Goldläufe mal an. Meters to go. Mark, what do you like? Morales has moved over to the right side of the lane. This may cost him a little bit of time. He's being miffed by Gross. Is past him. Gross is going to touch him first. Absolutely. Mikhail Gross in a time of 53.08. A new world record has beaten world record holder Pablo Morales. And Morales also swam under his previous world record, but it wasn't enough. The second gold medal for the Albatross. I'm coming up and trying to solidify second place. His own world record in the 200 meter freestyle, and Mikey of the United States has nailed down second place at a silver medal. Jeff Close of the United States just missed third place, and he finished. After all the disappointments early on this Olympic meet, swims to Olympic gold. In the event, he holds the world record in the 200 meter butterfly. He has an Olympic record with his swim, not a world record, and so the Albatross is redeemed. He's come back to win gold in 88 at Seoul. He was very strong and powerful coming back. Very pleased with that performance. It's kind of interesting. This was the event that Mark Spitz redeemed himself in from the poor night. Ist doch schön, ist lange her und die Leute klatschen immer noch und freuen sich. Sie freuen sich sicherlich auch noch, wenn sie es sehen. Ja, klar, ist aber so weit weg, man hat das so oft gesehen, insofern ist man da ganz entspannt. Am Schluss war keine Badekappe, das waren blonde Haare, gell? Beim letzten Lauf, genau. Da ist man ohne Kappe und ohne Anzug und noch wie? Geschwommen. Also heute hatte man zwischendurch. Jungs hatten noch nie einen Badeanzug an. Zwischendurch hatten sie mal einen, oder? Was? Hatten die nicht zwischendurch mal einen Anzug an? Ich dachte das, ja, vielleicht war es auch Bobfahren. Wenn man sich die Reaktionen anschaut von den 3 Goldmedaillen, also ich meine, das ist jetzt natürlich rein interpretiert, dafür bin ich ja da. Also bei der ersten, ja, jo, und bei der zweiten dann, oh, cool. Und bei der dritten, ja. Haben Sie sich so ein bisschen an den Erfolg gewöhnt? Oder? Tja, wir sind jetzt auf den Leim gegangen, weil die Reihenfolge stimmte. Ja. Okay. Also. Also das zweite Rennen war das erste. Das zweite war das erste, okay. Ja. Ja, also wahrscheinlich ist die Reaktion einfach dem geschuldet, dass Sie beim zweiten Film 200 Meter geschwommen sind und beim ersten 100. Da kann man sich noch mehr freuen hinterher, oder? Ist das so? Keine Ahnung, ne? Wenn Sie das so sagen, okay. Von mir aus. Wirklich egal. Man freut sich so, wie die Situation das gerade zulässt oder man Lust hat. Okay, gut. Tun Sie das nicht? Ja. Sie freuen sich kontrolliert. Also meine letzte Olympia-Rekord ist, Sieg ist schon eine Weile her, ja. Okay. Ich freue mich immer kontrolliert, weil immer Kameras zuschauen natürlich, ja. Ach so. Genau. Ich hoffe, wir können das hier auf dem Monitor sehen. Der zappelt so ein bisschen vor sich hin. Ja. Sie waren so berühmt, dass Sie sogar auf Briefmarken waren. Das wissen Sie ja natürlich. Ja, aber nicht in Deutschland. In Deutschland muss man tot sein, um auf eine Briefmarke zu kommen. Ja. In Paraguay muss man nicht tot sein, ne? Ja. Was ist das hier? Das ist auch Paraguay. Paraguay? Kennen Sie die gar nicht? Nö. Nö? Woher denn? Haben die Sie nicht vorher gefragt, ob Sie da drauf dürfen oder so? Nee. Nee? Also, Sie haben auch gar keine Beziehung zu Paraguay oder irgendwas? Wenig, ja. Ich war mal an der Grenze zu Paraguay, aber selbst war ich da selber nie drin, ja. Mhm. Da ist noch eine. Was ist das denn? Guinea-Bissau. Ja. Wer von den Herrschaften hier weiß, wo und was Guinea-Bissau ist? Wer weiß es? Na? Südlich von Senegal, Westafrika. Weiß ich auch seit heute Mittag. Genau. Die haben Sie auch noch nie gesehen. Wir haben,
Wir haben hier eine. Haben Sie eine? Ja, die nicht, aber gerade vorhin hat mir der Gernot Hör, der sich hier um Briefmarken professionell bemüht, hat mir das für Sie mitgegeben. Das ist ein Satz von Ihren Briefmarken. Ja? Das ist ja Wahnsinn. Aus Paraguay, ja. Kann man hier Post verschicken, ne? Die sind schon abgestempelt. Das also stimmt, ja. Vielleicht funktionieren sie in Paraguay noch, können sie mal ausprobieren. Das ist toll. Gell? Das finde ich eine tolle Überraschung. Geht schon mal mit dem Geschenk los. Freue mich. Soll ich jetzt so machen? Ja. Sind ja 1985 wahrscheinlich durch die Inflation in Paraguay sind die mittlerweile nichts mehr wert. Ja, das wahrscheinlich gab es schon dreimal andere Währung. Nur noch ideeller Wert, genau. Ja, ja. Aber schön. Ja. Nachdem Sie sich jetzt gerade so authentisch gefreut haben, können wir ja. Das hier. Das ist ein so Filzuntersetzer, ja, mit dem, okay, damit die nicht vorhandenen weiteren Gläser nicht schmutzen. Wegrutschen. Ja, genau. Ja, Spaß hatten Sie gelegentlich auch. Sie sind beim Schwimmen in Tierkostümen eingelaufen und auch mal in Lederhosen, habe ich festgestellt. Genau. Das war 88 in den Olympischen Spielen. Waren solche Auftritte Ihre Idee oder sind Sie da mehr so mitgeschwommen? Nein, die Tradition wurde gestartet 1983 in Rom von einem Mannschaftskameraden, dem Stefan Peter, wie er damals sich genannt hat, jetzt ist er Dominik geworden. Und das war sein Zweitname, er nennt sich jetzt Dominik. Okay, ja. Okay. Und der leider ein Unglück hatte und jetzt in Berlin lebt, einer der profiliertesten Reisejournalisten mittlerweile ist. Und der hatte immer so eine künstlerische Ader. Und warum auch immer, in Rom war das damals, hat er dann gesagt, hör mal zu, wir machen jetzt irgendwie einen Scheiß am Ende des Wettkampfes und machen irgendwas Verrücktes. Und haben dann alle möglichen Klamotten zusammengestellt, die wir so hatten, so abartige Badekappen und Klamotten von Mädels genommen und haben dann ein bisschen Karneval gemacht, mehr nicht. Wenn man ihr Leben in Jahr 7. einteilt, ich mache das manchmal gelegentlich, Jahr 7., also 7 Jahre, dann sind Sie jetzt im 8. und Ihre Schwimmerfolge waren im 3. und 4. Jahr 7. Was ich damit sagen will, Ihr Leben besteht nicht nur aus Schwimmen, bei Weitem nicht, sondern es ist einfach nur ein immer kleiner werdender Teil Ihres Lebens. Das Leben besteht auch noch aus anderen Sachen, zum Beispiel aus diesem hier. Das ist Ihre Doktorarbeit. Mhm. Sie Ästhetik. Haben die gekauft. Ja, genau, ich bin derjenige. Ästhetik und Öffentlichkeit, die Publizistik der Weimarer Klassik. Sie haben studiert Germanistik, Politik und Medienwissenschaften und abgeschlossen die Dissertation Cum Summa Magna Laude, oder wie es heißt? Summa Cum Laude, genau. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe da reingeschaut und das ist so klein geschrieben, also ich weiß nicht, ob man das sehen kann, und kein einziges Bild drin. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht können Sie mir in drei Sätzen kurz sagen, was drinsteht. Brauchen Sie es dafür? Nein. Nee, ich habe es im Kopf. Die Grundfrage war, warum haben Goethe, Schiller und andere bekannte Literaten aus dem deutschen Idealismus angefangen, journalistische Tätigkeiten zu übernehmen, was insbesondere bei dem Geheimrat Goethe sehr erstaunlich war, weil der finanziell das nicht nötig hatte. Schiller war ja hier aus dem Schwäbischen kommend nicht ganz so gut sozusagen ausgestattet vom Finanziellen her, war ja immer ein bisschen am Rumdaben. Aber selbst der hatte damals ja eine Uniprofessur in Jena gehabt. So, das war also die Grundfrage, warum machen die das eigentlich, ja? Und dann habe ich mich mit der deutschen Geistesgeschichte ja schon im Studium beschäftigt und habe dann festgestellt, also muss einen tieferen Sinn haben, warum die das machen. Deswegen heißt der Titel auch Ästhetische Öffentlichkeit, weil das ist der Begriff, den ich dann sozusagen begründet habe, weil im Kontext der Französischen Revolution, der Amerikanischen Revolution, 1776, 1789, das wissen Sie alle, hat sich die deutsche geistige Elite damals damit beschäftigt, wie können wir quasi einen Alternativentwurf schaffen zu der Gewalt, die damals bei beiden Revolutionen ja am Ende des Tages schon dominiert hat. Und das war ganz interessant. Ich habe das dann halt mit dem jungen Marx, und es wird jetzt ein bisschen weit verglichen, und habe festgestellt, also die hatten ein Konzept der sogenannten ästhetischen Öffentlichkeit. Das heißt, die hatten das Ideal, um das mal auf heutige Zeit zu transportieren, dass sich alle Medien, vor 10 Jahren konnte man sich das noch vorstellen, in Zeiten der sozialen Medien schon gar nicht mehr, dass sich alle Medien um einem gemeinsamen Gedanken verpflichtet fühlen. Nämlich die Welt besser zu machen. Jetzt mal ganz holzschnittartig gesagt. Die Welt besser zu machen und unter einem ästhetischen Postulat
spielt auch Kant eine kleine Rolle, zu versammeln, sodass das, was damals in der Französischen Revolution insbesondere ausbrach, eben in Deutschland nicht passieren konnte. Mhm. So, das hat am Ende des Tages zu einer Kritik des Marxismus geführt. Ja, der Marxismus wäre ohne diesen Gedanken kaum möglich gewesen, weil dann der junge Marx ja gesagt hat, dass diese Innerlichkeit, die hier propagiert wird, das kann es ja nicht gewesen sein, wir müssen das auch nach außen tragen. Ja. Aber auch mit einem anderen Konzept als in der Französischen Revolution. Und das steht in dem Buch drin. Okay. Ja. Liebe Zuhörer von Regio TV, falls Sie es noch nicht wussten, es gibt auch bei Regio TV Bildungsfernsehen. Ja. Und Sie haben eine Sternstunde gerade eben erlebt. Ich dachte natürlich, Sie haben Germanistik studiert und deswegen habe ich gefragt, können Sie ein Gedicht aufsagen? Ich hatte vorher nicht... Aufsagen? Auswendig jetzt nicht. Nee, aber Sie hatten sich bereit erklärt, ein Gedicht auszuwählen und zu lesen. Ja. Wenn ich es dabei habe wahrscheinlich, ja. Oder? Ja, gut. Ich bin jemand, der Literatur quasi aufnimmt und interpretiert, aber nicht wiedergibt. Also, jetzt verzeihen Sie mir, dass ich das spontan wahrscheinlich total schräg mache. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch die Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Nochmal? Nein. Das ist Sie können, also an alle, es gibt eine ganz tolle Geschichte, die gibt es wahrscheinlich in den bekannten, ich darf ja jetzt keine Werbung machen, in den bekannten Videokanälen im Internet, ja. Mhm. Ich habe das mal von Ben Becker gesehen. Mhm. So, und das ist toll. Also vergessen Sie das, was ich hier gerade fabriziert habe, gucken Sie sich das mal an, der macht das super. Mhm. Ja. Ich fand es aber interessant, dass Sie sich das ausgesucht haben. Deswegen lasse ich ja solche Sachen machen, wie dass man sich Musik wünscht oder selber was macht, weil ich das immer spannend finde. Und vor allem diese Kombination. Wir werden nachher was von Amy Winehouse hören, weil Sie haben gesagt, Sie haben keine Lieblingslieder, aber auf jeden Fall was von Amy Winehouse. Genau. Also sie ist persönlich leider nicht da heute, aus verständlichen Gründen. Aber es hat mich insofern überrascht, weil der Panther und Amy Winehouse tatsächlich eine sehr große Spannung darstellt. Ne? Der Panther auf der einen Seite, sage ich mal, steht für mich für Fremdbestimmung hinter den Stäben. Die, ja, fragen Sie mal Amy Winehouse. Nee, aber im Ernst, weil die Amy ist auch eine extreme Fremdbestimmung. Das war doch ihr Problem. Aber sie hat versucht, das auszubrechen. Oder, ja, klar. Genau. Aber das versucht er doch hier auch. Das versucht er auch. Also passt gut zusammen. Ja, klar. Und trotzdem sind natürlich extreme Gegensätze, mit dieser Fremdbestimmung umzugehen. Der Panther, der kreist um die Mitte, in der ein betäubter Wille steht. Mhm. Und die Amy, die betäubt sich selber, um es auszuhalten wahrscheinlich. Also es hat ziemlich viel miteinander gemein, ja. Der Panther, der ausbricht, was bringt Sie auf die Palme? Wann werden Sie wütend oder sauer? Oder? Ungerechtigkeit zum Beispiel, ja. Obwohl, ich versuche es damit Goethe zu halten, ja, man kriegt ja da einiges mit, ja. Lieber eine Ungerechtigkeit ertragen, als eine Ungerechtigkeit tun. Ist auch so, ja, das gehört zum Gemeinwesen dazu. Das hat mich auch schon ein paar Mal ereilt. Aber ansonsten Ungerechtigkeit ist für mich und Intoleranz und kein Respekt zu haben. Das ist für mich auch eine Geschichte, die mich selber betrifft, obwohl man selber natürlich dann seinen eigenen Maßstäben gerecht zu werden auch wiederum ein Problem hat, ja, logischerweise. Das ist immer so ein Wechselspiel. Aber das ist ganz klar das Thema. Wenn jemand einen Arsch nicht hochkriegt, macht sie das auch sauer? Nein. Nein? Das geht. Okay. Ja, also da muss man einfach ein bisschen, ich sag mal, da ist es wiederum das Thema, da muss man ein bisschen entspannter sein, toleranter sein, also beispielsweise mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die man da so hat, kann man nicht die gleichen Maßstäbe anlegen, die man selber verfolgt, ja, das sollte man nicht tun. Ich singe jetzt was für Sie. Sie haben sich irgendwas von U2 gewünscht. Auch gut. Und ich habe gedacht, ich singe was von jemandem, der den Arsch nicht hochkriegt. Das Lied heißt Stuck in a Moment. Ich weiß nicht, ob das kennen Sie wahrscheinlich. Ja. Das Schöne ist, dass ich durch meine Gäste immer ganz neue Sachen kennenlerne.
Ich habe viele Bildungslücken, vor allem auch musikalischer Art. Und so kann ich dann mal bei Amy Winehouse gucken und bei U2. Und manchmal überkommt es mich und dann nehme ich noch die ein oder andere Strophe und übersetze auf Deutsch, damit sie auch mein Vater versteht. Und Herr Oettinger. Genau. So, jetzt bin ich aber noch nicht ganz komplett, weil dafür hätte ich gerne auch noch meine Tochter Elise auf der Bühne. Die singt nämlich mit. Herzlich willkommen, Elise. I'm not afraid of anything in this world. There's nothing you can throw at me that I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. And you're such a fool to worry like you do. You gotta stand up straight, carry your own way. These tears are going nowhere, baby. You've got to get yourself together. You've got stuck in a mold, and you can't get out of it. Don't say that later will be better. Now you're stuck in a mold, and you can't get out. Ich hab keine Angst mehr vor wirklich nichts und niemand. Was du mir auch an den Kopf wirfst, ich hab alles schon gehört. Das, was ich versuche, ist meine Melodie zu finden. Ein Lied, das ich alleine, für mich ganz alleine singe. Und du bist so ein Narr, voll Sorgen, steif und starr. Ja klar, die Welt ist schlimm. Es kann mir nur schaden. Reiß dich doch bitte jetzt zusammen. Du steckst in einem Moment fest und du siehst den Ausgang. Nein, es wird von allein nicht besser. Krieg den Arsch hoch, begreife, dass du selbst der Ausgang bist. I was unconscious, obviously. The waters warm till you discover how deep. It wasn't jumping for me, it was a fall. It's a long way down to nothing at all. You've got to get yourself together. You've got stuck in a moment, and now you can't get out of it. Don't say that later will be better. Now you're stuck in the moment, and you can't get out of it. Sehr schön. Ja, Sie haben jetzt einem schönen Lied verholfen. Das ist doch toll. Ja, das ist wirklich. Gut also gewünscht. Toll gemacht. Nee, auch so. So von der Interpretation ins Deutsche übertragen und so. Das hat dem Song echt gut getan. Dankeschön. Ja. Super. Haben Sie dieses Logo schon mal gesehen, was ich da jetzt gerade einblende, wenn es denn war? Wir schauen es gerade uns hinten an. Kennen Sie das? Nee. Also es gibt ein Flugzeug, würde ich genau, sagen. Genau, es ist ein Flugzeug. Es gibt eine Webseite, die kommt jetzt gleich ins Bild.
von Michael Groß. Michael Groß ist einer der 10 Flugschulen, die 10 größten Flugschulen für Verkehrspiloten in Deutschland. Ah. Der heißt auch noch Michael Groß und das ist natürlich irgendwie sehr witzig, weil ja kein Interview vergeht, auch nicht dieses, wo sie nicht darauf angesprochen werden, dass sie eigentlich mal Pilot werden wollten. Das konnten sie aber nicht, weil sie 2,1 Meter groß sind und das ist zu groß zum Pilot sein und so weiter. Also Verkehrspilot, ja, kommerzieller Pilot. Verkehrspilot, genau. Da habe ich mich mal gefragt, weil das wirklich in jedem Video kommt, ist das so eine romantische Insel, so ein unerfüllter Wunsch, der auch nicht erfüllt werden darf? Weil ich meine, Sie könnten ja einen Privatpilotenschein machen, auf jeden Fall. Ja klar kann man das machen, aber das ist keine romantische Insel. Das war eine Sache, die nach 2 Minuten abgehakt war, jetzt rein formal betrachtet, weil da muss man sich nur die Zulassungsbestimmungen durchschauen. Heutzutage sind es nicht 1,93, sondern 1,95, aber macht auch keinen Unterschied bei 2,1 Meter. Und kann man ja schummeln. Und deswegen das Thema Privatpilotenlizenz, also PPL und all sowas zu machen, war das für mich auch keine Option, weil einfach, würde ich sagen, irgendwie gibt es andere Hobbys, ja andere Themen, die dann im Vordergrund standen und da kam ich nie dazu und dann... so wichtig ist dann auch nicht so. Es gibt Schlimmeres, ja, als nicht zu fliegen. Ja, kürzlich hat eine Frau 20.000 Euro bekommen von der Lufthansa, weil sie nämlich als Frau benachteiligt ist, weil man muss nämlich eine Mindestgröße haben als Kapitän. Ja, genau, 1,65. Genau, und die war 1,63 und dann hat sie 20.000 Euro erstritten, weil sie als Frau benachteiligt ist, weil sie so klein ist. Ja, nee, das Problem war, dass sie nicht im Zulassungsverfahren am Anfang gesagt haben, du bist zu klein. Die haben die erst in den ganzen Prozess reingeschleust und haben gesagt, April, das ist natürlich albern. Ja. Okay. Ich habe jetzt gedacht, ich kann Ihnen schnell zu 20.000 Euro verhelfen, aber... Ach so, ja. Nein, brauche ich auch nicht. Jetzt. Okay, ich muss mal gerade hier... Siegen kann jeder. Nicht Pilot, aber Kapitän ist ein Motiv in ihrem Buch zumindest hier. Ja. Da steht im Klappentext, wir sind unser Kapitän, wir steuern unser Schiff durch den Ozean des Lebens, entdecken neue Ufer, wählen verschiedene Routen und trotzen den Winden. Jeder erreichte Hafen ist ein persönlicher Erfolg. Das Bild des Kapitäns kommt auch immer wieder darin vor. Da haben wir gedacht, wenn wir schon auf dem Schiff sind, dann besuchen wir noch mal den Kapitän, oder? Hier sind wir oben beim Kapitän. Herzlich guten Abend. Willkommen. Kapitän Ribbelde. Hallo. Tag. Schönen Dank, dass wir hier oben sein dürfen. Ich stelle mich mal hier rüber, dann kommen Sie ein bisschen durch das Mikrofon rein. 2,1 Meter ist für einen Schiffsführer kein Problem, oder? Aber viel größer dürfen Sie auch nicht mehr sein. Nee, also hier ist dann wird's langsam buchstäblich eng. Das könnte noch anfangen bei uns. Okay. Ja, Sie haben ja auch schon Grundstein gelegt, glaube ich. Sie haben immerhin schon ein, nicht Bodenseeschifferpatent, aber... Nee. Binnenführerschein. Sportbootführerschein binnen. Bis 15 Meter kann man... Genau. Also müssen wir noch daran arbeiten, aber nächstes Mal vielleicht kann er mal hier Hand anlegen. Ja, bitte. Gerne übernehmen. Nur nicht an den Autopilot kommen, gell? Genau. Vielen Dank, dass Sie uns mal kurz hier das Ruder überlassen. Also ich meine, wir stehen ja, wir liegen ja. Jetzt müssen Sie doch wieder darüber gehen, Herr Groß. Genau, so hatten wir es uns nämlich vorgestellt. Genau. Jeder kann, siegen kann jeder. Das weist darauf hin, Sie haben seit langer Zeit eine Coaching-Firma. Sie helfen Führungskräften, Unternehmen, sich zu entwickeln. Mhm. Man steuert auf ein Ziel zu, zum Beispiel da vorne die Mainau. Und was braucht man mehr, den Motor oder den Kompass? Beides. Das ist ja die Kombination, ja. Und es gibt ja diese berühmte Formel, dass man sagt, wer als Kapitän nicht weiß, welches Ufer er ansteuern möchte, für den ist kein Wind der richtige. So, und das bedeutet letztlich, dass man sein Ruder, sein persönliches Ruder und seine persönlichen Kräfte halt so justieren sollte, wie gerade auch die Situation ist. Es ist ein Unterschied, ob wir jetzt gerade hier bei seichten Gewässer und bei schwachen Winden umherschippern oder wenn plötzlich Untiefen kommen oder plötzlich ein Sturm aufzieht, man Gegenwind bekommt. Alle Situationen im Leben sind ja normal und deswegen gilt es auch immer, seine Stärken zu justieren. Und manchmal ist es auch im Leben so, dass Stärken zu Schwächen werden. Ja, also dass beispielsweise so typisch deutsche Tugenden wie Zuverlässigkeit, Durchsetzungsstärke etc. können manchmal auch hinderlich sein, wenn es darum geht, flexibel zu sein, sich schnell anzupassen an veränderte Bedingungen etc. Und das versuchen wir beispielsweise dann auch Führungskräften, Unternehmen eben
näher zu bringen. Steht nicht immer, also ich habe das Gefühl, es steht wahnsinnig oft Motivation im Vordergrund. Das ist so, wie wenn ich praktisch immer sage, hier, ich berühre ihn nicht, ja, aber leg den Hebel hoch, gib mehr, gib alles. Und dabei weiß man gar nicht, wohin es geht. Ja? Sind Sie mehr ein Motivationstrainer auch oder liegt Ihre Stärke eher im Analysieren bei einem Unternehmen, wo hängt es dran und wie kriege ich den auf den richtigen Weg? Also zunächst mal kann kein Mensch motiviert werden von außen. Das geht auf Dauer nicht. Man kann zwar manchmal versuchen, eine Karotte hinzuhängen, aber dann muss beim nächsten Mal die Karotte noch größer sein und näher hängen etc., sondern man kann nur versuchen, das versuchen wir, versuche ich, dementsprechend die Motivlagen zu ergründen, die Beweggründe zu ergründen und dementsprechend dann die Motivation sozusagen freizulegen. Weil jeder von uns, und das rationieren wir insbesondere Erwachsenen häufig weg, jeder von uns hat ja diese Neugierde noch in sich. Das haben wir noch, wie unsere Kinder beispielsweise, aber wir rationalisieren das weg, wir lassen das gar nicht mehr zu. Ja, und es gibt so viele schöne Möglichkeiten, einfach noch so sich selber auch zu entdecken und selber sich auch überraschen zu können. Sie schauen dann praktisch, wo ist der Motor bei den Leuten genau, wirklich, wo ist die Schiffsschraube und wo sind wie auch kann die, ich das optimieren? Dann? Oder wie beispielsweise, wo sind die Hindernisse? Ja, es gibt ja dann so Glaubenssätze und Grundüberzeugungen bei vielen Menschen, die einfach dann sozusagen Scheuklappen künstlich anlegen, die aber gar nicht vielleicht notwendig sind, ja, um neue Perspektiven für sich persönlich zu entdecken und auch hinter den Horizont, um mal bei dem Schiffsbeispiel zu bleiben, um wirklich auch hinter den Horizont zu gucken, für sich persönlich. Es geht bei Ihnen um Unternehmen, es geht nicht um Privatmenschen, um einzelne... Im Einzelfall schon, okay. Ja, im Einzelfall schon. Ja. Also es kommt schon manchmal vor, dass man dann wirklich einzelne Personen hat, die sagen, hör mal zu, wir brauchen hier, das nennt man dann eben Coaching, eine Unterstützung. Sie machen das ja auch mit Ihrer Frau zusammen. Genau. Sie sehen ja, ich mache auch viel mit meiner Frau zusammen. Ja. Wie ist das bei Ihnen? Also bei uns ist immer so, wenn ich Bestätigung suche, dann finde ich sie bei meiner Frau eher nicht. Mhm. Wenn ich Anregung suche, finde ich sie. Also ist Ihre Frau eher so der Widerpart, der sagt, Ärger, oder ist es eher so die verdoppelt die Schub dahinter bringt und sagt, ja genau, Chaka, lass uns gehen. Ja genau, das Verdoppeln findet aber so statt, wie Sie es gerade beschrieben haben. Genau. Ja, also das ist schon wichtig, dass man sich ergänzt, in dem Sinne, als dass auch die Unterschiede wichtig sind. Mhm. Ja, und wir sind in bestimmten Beziehungen ziemlich unterschiedlich, aber dadurch eben als Team funktionieren wir auch ganz gut, ja, beispielsweise bei den Kunden, ja. Mhm. Weil dann wissen wir ganz genau, du kannst dir bestimmte Dinge machen, die ich halt nicht so kann und umgekehrt. Gut, apropos Frau, vielleicht hat sie hier wieder ein funktionierendes Mikrofon, dann würde ich ihr das jetzt wieder übergeben und wir gehen wieder runter auf die Bühne. Genau. Vielen Dank, Herr Rimmel, dass wir hier oben sein durften. Ja. Und Sie führen uns jetzt sicher in den Hafen auf die Mainau, stimmt's? Jetzt fahren wir auf die Mainau, jawohl. Wunderbar, ich freue mich schon drauf. Offizielle Bestätigung, dass ich meinem Mann widersprechen darf, was ich sehr gerne und sehr ausgiebig tue. Nochmal zur BSB, jetzt steht die Sommersaison vor der Tür, Herr Rimmel, wann geht's los? Am 25. März geht's los am Karfreitag. Das ist dieses Jahr schon ziemlich früh Ostern. Und dann ist für Sie praktisch erstmal 3 Monate Urlaubssperre, schätze ich. Urlaubssperre nicht, aber es wird vermehrt wieder Arbeiten auf dem See stattfinden. Und was machen Sie im Winter? Im Winter sind wir in der Werft in der Instandhaltung von den Schiffen. Okay, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand es ganz toll hier den Ausblick raus auf die Mainau und wünsche allzeit gute Fahrt. Ja, haben wir sogar eine Außenreporterin noch eingesetzt heute. Mhm. Wird immer ausschweifender, die Inseldenker. Genau, jetzt haben wir dieses Buch in der Hand und Sie schreiben gerade an einem neuen, was ich noch nicht in der Hand haben kann. Ja. Sie haben es vermutlich schon geschrieben, weil es soll im Juni erscheinen, oder? Sie sind vermutlich schon längst ab. In finalen Zügen, ja, genau. Wird es im Juni erscheinen? Ja. Okay. Ich meine, ist ja auch klar, bei dem Titel, das heißt einfach machen, kann man natürlich sagen, ja, der Komplexität, wie Komplexität beherrschbar und das Leben erfolgreicher wird, kann man natürlich sagen, ja, das hier zum Beispiel sind ziemlich komplexe Sachen. Wir könnten es jetzt einfacher machen, könnten es einfach nicht machen, könnten es lassen. Aber das ist nicht das, was Sie meinen. Liegt der Fokus auf dem Machen oder auf dem Einfach? Das ist beides. Ja, also es gibt im Prinzip ja diese Formel, dass man Komplexität nicht ignorieren kann und nicht reduzieren kann. Also zum Beispiel durch Digitalisierung. Das sind ja ganz einfache Dinge zum Teil, wo unser Leben plötzlich sehr komplex wird und wir uns das komplexer machen. Das geht nicht. Man kann aber den meisterhaften Umgang mit Komplexität sich aneignen. Und das erscheint dann sehr leicht,
sehr einfach, ja. Aber in Wirklichkeit sind da ein paar Kniffe dahinter und darum geht es in diesem Buch, die man dann beherzigen kann. Ist das aus dem Leben von jedem von uns gegriffen oder ist es eher auch wieder auf Unternehmen bezogen? Nein, es geht in diesem Fall sehr stark auf die individuelle Ebene. Okay. Und im Prinzip ist es kein Rezeptbuch, das ist wichtig, ja, weil da gibt es kein Rezept, was für jeden in jeder Situation gilt, sondern es gibt Zutaten. Mhm. Ja, wir müssen ja so vorstellen, dass im Prinzip man auf dem Tisch Zutaten ausbreitet, das mache ich in diesem Buch, es werden Zutaten ausgebreitet und dann kann jeder für seine Situation gucken, diese Zutat ist für mich jetzt besonders relevant, ja, die besonders geschmackvoll, die brauche ich. Und daraus dann sozusagen seine persönlichen Regeln entwickeln, wie man mit Komplexität umgeht. Das können ganz einfache Sachen sein. Ich gebe mal ein Beispiel, eine relativ einfache Sache, die aber, das stellen wir auch in unserer Beratung fest, in Unternehmen eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist nämlich die ständige Erreichbarkeit. Mhm. Ja, sehr komplexes Thema, für viele Menschen mittlerweile auch eine Last. Mhm. Vor 10 Jahren kein Thema gewesen. Ja, kein Thema gewesen. Ja. Man muss wissen, vor 10 Jahren, jetzt mal kleine Werbung, aber das ist halt mittlerweile ein Gattungsbegriff, ja, es gab vor 10 Jahren noch kein iPhone, es gab vor 10 Jahren keine Smartphones. Auch ein Erziehungsproblem nebenbei. Ne? Genau. Meine Tochter hatte noch keins, mein Sohn hat eins. Ein anderes Thema, ja. Ja, können Sie auch mal ein Buch drüber schreiben. Genau. Wie löst man das? Im Prinzip geht es darum, diese ständige Erreichbarkeit. Wie geht damit um? Ja? Weil das erhöht die Komplexität enorm. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, Zutaten, wie man sowas erreichen kann. Ich gebe mal ein Beispiel, was im unternehmerischen Kontext wir jetzt schon ein paar Mal gemacht haben. Nämlich einen ziemlich simplen Gedanken konsequent umsetzen ist, jeder von uns entscheidet, wann er seine Briefe öffnet. Mhm. Ja? Wann er seinen Brief öffnet, das entscheiden Sie. Das ist ja bei der elektronischen Kommunikation gar nicht mehr der Fall. Ja, warum? Man kriegt die ganzen Neudeutsch-Push-Nachrichten. Es bimmelt ständig, es tutet ständig. Warum eigentlich? Ist das Gott gegeben? Nö. Ja, ich beispielsweise habe das eingerichtet, da habe ich vor 2 Jahren mit angefangen. Ich bekomme nur, wenn ich auf einen Knopf drücke, E-Mails oder andere Nachrichten. Es gibt jetzt, wie gesagt, auch bei den Programmen, manche haben das gar nicht mal vorgesehen, man kann nur noch Push-Nachrichten bekommen. Was machen Sie? Ist auch recht einfach. Sie müssen einfach einen Wisch machen, um das Programm auszustellen. Und machen einen zweiten Wisch, um das Programm anzustellen, dann kommen die Nachrichten. Ist eigentlich ganz einfach und trotzdem ganz einfach. Ganz einfach und wir haben das jetzt bei 3 Unternehmen durchgeführt. Das war ein ganz spannender Prozess und alle Mitarbeiter sagen, endlich, ja. Sie müssen nur 2 Einstellungen ändern in Ihrem Programm, ja, oder Sie müssen nur 2 Einstellungen auf dem Unternehmensserver ändern und dann funktioniert es. Und Sie dürfen es vor allem. Dann und Sie können, haben dann wieder die Hoheit über Ihre Nachrichten. Sie haben, das ist unwahrscheinlich entspannt und wir haben das dann auch mit der Universität Frankfurt dann mit Studien begleitet, weil wir wollten mal wissen, was bewirkt das wirklich. Also eine wissenschaftliche Studie nebendran gestellt und die Stresssymptomatik hat sich nachweislich gesenkt. Das führt bei mir beispielsweise, wenn Sie sich fragen, wie macht der Groß dann das? Das führt bei mir dazu, dass ich manchmal im Büro sitze oder unterwegs bin und alle 2 Minuten auf den Knopf drücke. Ja, ich mache irgendwas, ja, und ich drücke reflexartig auf den Knopf und dann piept es oder macht nichts, egal. Und manchmal ist es so, dass ich 2 Stunden, 4 Stunden, einen ganzen Tag niemals auf den Knopf drücke und auch nichts bekomme. Ich aber auch nichts, das Gefühl habe, nichts zu verpassen. Und dann mache ich es wieder. Das heißt, es ist schon auch aus einer gewissen eigenen Erfahrung oder auch Not geboren, dass das Leben auch für Sie immer komplexer wurde und Sie deswegen sich überlegt haben, wie kann ich es einfacher machen und wie kann ich es dann anderen auch zeigen. Genau, das war jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber von relativ alltägliches Problem, was in Unternehmen immer häufiger vorkommt. Und das funktioniert sogar. In einem Unternehmen haben wir die Situation gehabt, da ist diese Kommunikation essentiell. Das ist ein sogenanntes Unternehmen, was sozusagen Null-Toleranz-Berufe hat, also sprich, wo sie keine Fehler machen dürfen und wo die Kommunikation eine ganz große Rolle spielt. Und am Anfang hieß es, ja, und zwar machen die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das, ja. Und da war kein Vertrauen in die Mitarbeiterschaft, von den Führungskräften. Da haben gesagt, lasst uns das mal testen, lasst uns mal einen kleinen Piloten machen, abgegrenzt, wo nichts schief gehen kann und gucken, was passiert. Die Zuverlässigkeit ist sogar gestiegen, weil das ist vielleicht ein bisschen deutsches Phänomen, ich habe das ja schon erwähnt, wir Deutschen sind sehr zuverlässig, das können wir gar nicht so beurteilen, das kann man erst beurteilen, wenn die anderen einen beurteilen und wenn man mal ein bisschen rausgeht. So, und das hat super funktioniert. Okay. Ja, die Zuverlässigkeit war sogar größer, weil jeder nämlich eine höhere Aufmerksamkeit hatte und nicht einfach lapidar guckte, da kommen wieder 20 Mails und in dem ganzen Wust an Nachrichten man die wichtige Nachricht gar keine Aufmerksamkeit mehr dafür hatte, weil es tutet ständig
und keiner weiß, ist das jetzt wichtig, ist das unwichtig, aber man ist immer, nennt man den permanenten Standby-Modus, der dann dazu führt, dass man die wichtigen Dinge durch den permanenten Fluss gar nicht mehr mitbekommt. Wir machen jetzt einfach noch ein Lied zum Schluss. Sehr schön. Ist das gut? Das lange angekündigte. Vorher darf ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie hier da waren, dass Sie zugeschaut haben. Ich bedanke mich natürlich bei den Bodensee-Schiffsbetrieben, dass wir hier auf der Graf Zeppelin sein durften und bei der gräflichen Familie, die uns immer unterstützt und natürlich auch auf dem Wasser ohne Insel uns unterstützt in dieser Sendung. Und wenn Sie mal hier sein wollen oder im Palmenhaus, dann schreiben Sie an tickets@inseldenker.de eine Mail und dann verlosen wir jedes Mal 2 Karten für die Inseldenker-Shows. Und jetzt brauche ich den Hausmusikkreis, das ist eine Einrichtung, die es regelmäßig gibt, dass im Prinzip meine ganze Familie hier auf der Bühne erscheint und ein Lied spielt. Und ja, jetzt kommt der Hausmusikkreis, herzlich willkommen auf der Bühne. Heute bestehend aus meiner Frau Tanja am Bass, meiner Tochter Elise am Gesang, meinem Sohn Oskar am Caron und nach einer Urlaubszeit von Elise praktisch in die Familie adoptiert, Lisa Rüppel am Saxophon. Und wie gesagt, jetzt kommt die undrugged Version von Rehab. They tried to make me go to rehab and I said no, no, no. Yes, I've been back, but when I come back, you'll know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. I'd rather be at home with I ain't got 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me that I can learn from Mr. Hathaway. I said no, no, no. Yes, I've been back, but when
but I won't go, go, go. Hit the goose!